gutes Auge, die richtige Körperhaltung und vor allem ein guter Schwung sind die Grundvoraussetzungen für einen guten Golfer. Boah, was war das? Kann es Johannes? Hallo bei Kann es Johannes. Ich glaube, es gibt keine Sportart, die ich bisher ausprobieren durfte, für die man einen so großen Platz braucht, wie für die, die ich in den nächsten 48 Stunden lernen möchte. Es steht Golf auf dem Trainingsplan. Aber dafür braucht man eben nicht nur einen großen Platz, man braucht auch einen Trainer, mit dem man sich verabredet hat. Und auf dem großen Platz ist der schwer zu finden. Das muss hier irgendwo sein. Ich glaube, ich park da mal. Hallo, ich bin der Ben, 14 Jahre und spiele seit 4 Jahren Golf. Also Golf ist schon ein besonderer Sport, das ist was Außergewöhnliches, was nicht so viele machen und man ist immer schön an der frischen Luft. Ja, man muss sich schon konzentrieren können und man muss schon viel Spaß haben bei der Bewegung. Für Johannes wird am schwierigsten der Schwung, das ist, wenn er den Ball schlagen möchte, weil Golf ist eine sehr komplexe Sportart und das in 48 Stunden zu schaffen, das wird echt schwierig. Johannes, wenn du dieses Geräusch am Abschlag hörst, dann hast du eine Chance. So, also, hier ist eigentlich unser Treffpunkt. Fehlt nur noch Ben. Das ist er nicht, hallo? Das ist er. Hey, Ben. Hallo, Ben. Hallo, Johannes. Grüß dich. Du, das ist so schön hier. So weitläufig, so grün. Ja. Also, wenn es nach mir geht, können wir eigentlich gleich anfangen. Moment, so kannst du nicht auf den Golfplatz. Steig mal ein. Okay. Wieso kann ich so nicht auf? Ich bin doch schon auf dem Golfplatz. Was ist denn da falsch? So nicht. Hier, dein Outfit, damit du auch aussiehst wie ein richtiger Golfer. Dankeschön. Und Golfschuhe. 43 stimmt? 43 stimmt. Super. Vielen Dank. Na, Ben? Das sieht gut aus. Es fehlt nur ein Handschuh. Als Rechtshänder hat man nur einen links. Das ist so beim Golf. Das ist die Zughand. Da zieht man nämlich den Schläger und dann hat man einen besseren Grip. Okay, super. Und jetzt? Raus? Ja, gut. In nur 48 Stunden muss Johannes ein Golfmatch gegen den 9-jährigen Konstantin bestehen. Gespielt wird auf ein Loch. Wer die wenigsten Schläge braucht, gewinnt das Spiel. Also was mir jetzt schon gefällt am Golf ist das Klappern von den Schlägern. Das ist schön. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier auf der Driving Range. Driving Range? Ja, genau. Hier trainiert jeder, die Fortgeschrittenen oder auch Anfänger. Das ist Bens Trainingsplan. Am ersten Tag lernt Johannes den Grundschwung. Und anschließend den Abschlag. Am zweiten Tag zeigt Ben das Putten. Und zum Abschluss die wichtigsten Techniken auf dem Platz. Okay, also, aber bevor wir trainieren dürfen, müssen wir noch die wichtigste aller wichtigen Fragen stellen in dieser Sendung. Und die ist? Kann es Johannes. Ben, wie fangen wir an? Ich erkläre dir jetzt erstmal deine Schläger. Gut. Pack erstmal alle Schläger aus. Alle Schläger auspacken, okay. Genau. Noch einer. Das ist eine ganze Menge, ne? 11. Genau, und jetzt siehst du ja, dass die Schläger verschiedene Längen haben. Ja, der zum Beispiel ist sehr kurz. Genau, da ist zum Putten. Es gibt das Holz, das ist für Abschläge. Dann gibt es noch Eisen in verschiedenen Längen. Umso länger kannst du damit auch schlagen. Dann gibt es die Putter für die Putts am Puttinggrün, um den Ball einzulochen. Okay, mit welchem Schläger soll ich jetzt anfangen? Wir würden anfangen mit einem Eisen. Ach so. Das sind die ganz kurzen hier. Gut, ein Eisen. Und jetzt üben wir mal deinen Griff als erstes. Gut. Wir legen den Kopf auf den Boden. Das nennt man Kopf. Genau, das ist der Schlägerkopf. Kopf auf dem Boden. Genau. Und du nimmst deine Hand, streckst sie aus und legst den Schläger einfach nur erstmal rein. Mhm. Genau, so. Gut. Und jetzt klappst du hier um, und so, dass dein Handballen immer auf dem Schläger drauf liegt. Handballen auf dem Schläger. Genau. Jetzt nimmst du die andere Hand. Wir machen den Schläger hoch und du greifst mit dem kleinen Finger über den Zeigefinger. Ja. Greifst rum
und legst den Handballen auf den anderen. Handballen auf den Daumen? Genau. Und der Daumen zeigt nach unten? Genau. Diagonal wieder. Okay. Und das lassen wir jetzt nicht mehr los. Wir lassen es nicht mehr los? Genau. Und jetzt hast du deinen Griff. Ich hätte niemals gedacht, wie viel Gedanken man sich machen kann darüber, wie man Schläger hält. Ich meine, nimmt man in die Hand. Ja, aber wie? Wo kommen die Finger hin? Und wo kommt die andere Hand hin? Ist sie über dem Daumen? Und ist das eine Linie? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt müsst du natürlich noch einen richtigen Stand haben. Mhm. Dafür stellst du dich jetzt mal schulterbreit hin. Gehst ein bisschen in die Knie. Ja. Machst deinen Popo ein bisschen raus. Popo raus? Genau. Und so können wir jetzt ein paar Bälle schlagen. Genau. Ja. Dafür brauchst du aber erstmal eine Rotation. Und zwar gehst du mit deiner Schulter einfach von links, von rechts nach links. Von rechts nach links. Genau. Und dabei machst du einen kleinen 90-Grad-Winkel. Sprich, wir holen aus und dann gehen wir einmal durch den Ball durch. Rotation also nach oben. Genau. Und du hast irgendwas 90 Grad gesagt. Genau. Wo denn 90? Jetzt hast du hier einen 90-Grad-Winkel. Zum Ellenbogen? Genau. Ah. Genau. Okay. Und jetzt achte auf deinen Stand, dass du wieder weiterhin in den Knien bleibst. Ah, ich muss in den Knien bleiben? Genau, nicht weiter hoch gehst wieder. Und das ist der Grundschwung. Der Grundschwung ist die Basis. Das ist halt das, was man immer benutzt. Beim Abschlag, beim Putten oder beim Eisenschlag. Mal mit mehr Rotation und mal mit ein bisschen weniger. Das ist halt einfach das, was man immer benutzt. Und dann schlage ich ihn weg? Genau, und zieh weiter hindurch, dass du am Ende in der ganz weiten, ganz rum bist. Das sind immer diese klassischen Golferposen. Genau. Mach nochmal, mach nochmal. So, wenn man irgendwo so ein Foto sieht von so einem Golfer. Ja, so sehen die aus. Das will ich auch machen. Genau. Okay, Achtung. Also. Und dann so in die Ferne gucken und so, ja. Ja, das Tolle bei dem Grundschwung ist, der ist ja ziemlich einfach. Zumindest sieht das so aus. In der Realität aber, zumindest was mich angeht, überhaupt nicht einfach. Und jetzt dein rechter Fuß. Ja? Der macht auch noch was. Und zwar? Du gehst mit dem rechten Fuß mit auf die Spitze. Okay, es wird ja immer schwieriger. Also, zack, 90 Grad, durch den Ball auf die Spitze. Genau. Und das üben wir jetzt gleich direkt mit ein paar Bällen. Cool. Die ziehen wir auf ein Tee auf am Anfang. Die ziehen wir auf? Genau, das ist ein Tee. Okay. Dafür nimmt man den Ball in die Hand, nimmt das Tee zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und zieht den dann so einfach auf, indem man ihn in den Boden drückt. Und so haben wir jetzt ein bisschen höher den Ball. Ja. Und so kommst du einfacher unter den Ball drunter. Das mache ich. Okay, das war nix. Ja, mach mal. Oh, getroffen, aber ich glaube, das Tee habe ich kaputt gemacht. Das Tee ist jetzt kaputt. Oh. Aber ich habe noch ein paar. Ist das teuer? Nee. Gibt das Ärger mit dem Platzwart? Weil nee, man kann in den Boden schlagen. Also am besten sollte man sogar in den Boden schlagen, weil du willst ja Kraft in den Ball reinbringen. Also jeder Profi haut so riesen Divots, nennt man das, raus. Divots. Divots. Und Tees kaputt hauen ist auch in Ordnung? Ist auch in Ordnung. Dafür haben wir ja neue. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt nochmal. Passiert. Der ist so klein, der Ball. Ich habe von oben drauf gehauen, ne? Ja. Also, was am Anfang gut lief, war wenig. Was schlecht lief, alles. Das ist ja so schwer. Guck mal, du machst die ganze Zeit nur mit deinen Armen, aber du nimm deine Schulter mit. Ah, weil wenn du deine Schulter mitnimmst, geht deine Hüfte und deine Beine alles mit. Super. Das war ein richtig guter Abschlag. Ben, danke. Das ging weit, oder? Ja. Zwischenstand, Ben? Ja, also mit dem Eisen lief es gut. Danke. Aber jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir Abschläge üben. Okay. Sprich, mit einem anderen Schläger, mit einem viel größeren. Ah, Schlägerwechsel. Genau. So, Johannes, jetzt sind wir am Abschlag. Und hier trainieren wir jetzt mit der dicken Bertha. Dicke Bertha? Ja. Das ist die Clubpräsidentin oder was? Nee, das ist ein Schläger. Das ist ein Schläger? Genau, und zwar der hier. Der dickste von allen. Okay. Ganz schön dick. Ja, den benutzt man für Abschläge. Was also wir schlagen. Oh, der ist aber lang, der Schläger. Ja, der ist länger als die anderen. Damit willst du ja auch weiterkommen. Und dann habe ich mehr Schwung. Ja. Her damit. Cool. Sehr schön, Johannes. Da ist viel mehr Wumms dahinter. Ja. Ich mag die korpulente Bertha. Ist aber frisch. Ich hole mal einen Pullover kurz. Ja, mach. Höhe könnte noch dazu kommen. Ja. Ja. Das wird.
Okay. Wie kriege ich denn den hoch? Richtig Schmackes drauf. Okay. Boah, was war das? Habe ich den kaputt geschlagen? Nee, das war ein Knallball. Was ist ein Knallball? Er explodiert. Eine Mehlbombe oder was? Ja. Aber nicht schlecht, ich habe den pulverisiert, ne? Ben, ey, wie viel sind noch davon? Ne, keinen mehr. Sicher? Sicher. Ey, ich habe mich erschrocken. Aber wir müssen weiter trainieren. Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Und wenn es dann so klack macht, das hört man ja richtig, ob man trifft, ne? Und dann kawums, bang, dong, fliegt das so lange. Und dann dachte ich auch, ja, jetzt kann ich's. Ich glaube, ich kann's. Ja, und weißt du, was der beste Golferwitz ist? Der beste Golferwitz, ne? Ja, ich kann's. Ach so, weil man es nie kann, oder was? Genau. Oh. Ja, so viel dazu. Ja, habe ich mir durch die Beine geschossen. Ja. Mhm. Oh. Der war schön. Danke. Mit einem guten Schlag hören wir jetzt auch am besten auf. Okay. Aber es gibt einen kleinen Haken. Die Bälle, die du verschlagen hast, die müssen wir jetzt auch wiederbekommen. Okay. Golf gefällt mir immer besser. Ich dachte echt, ich muss hier über den Platz laufen mit dem Körbchen in der Hand. Nee. Mal hier lang, nicht die Schilder hochfahren. Genau. Also wenn es mit dem Golfspiel nichts wird, ja, dann Platz fahren. Dann Platz fahren, genau. Das war ein richtig toller Tag, danke dir. Ja, auch. Am nächsten Morgen haben sich Johannes und Ben kurz nach Sonnenaufgang auf dem Golfplatz verabredet. Morgen Ben. Morgen Johannes. Wir sind auch schon früh auf dem Bein. Ja, wir Golfer sind morgens gerne unterwegs. Und ist nichts los, das ist super. Nee. Und wenn morgens noch keiner da ist, ist natürlich super, da gehört das ganze grüne Tier. Gehen wir denn jetzt auch auf den Platz? Vorher zeige ich dir noch Putten. Putten? Genau. Okay, wo müssen wir dafür hin? Dafür gehen wir zum Putting-Grün. Und das ist wo? Wahrscheinlich wieder 1000 Direkt Kilometer. Hinter dir. Ach, das ist ja mal nett. Genau, heute mal nicht so weit. Und welches ist der richtige Schläger? Guck mal, bei dir hat er so eine schöne Hülle. Ja, da gibt es mehr von. Genau. Vier Stück. Der. Der hier. Etwas kürzer. Oh ja, der sieht super aus. So, Johannes, jetzt nimmst du deinen ersten Ball und legst ihn erstmal hin. Mhm. Stellst dich ein bisschen enger hin. Ja. Und dann machst du eine kleine Pendelbewegung. Zielt genau aufs Loch. Jawohl. Ja. Also, schulterbreit. Der Griff bleibt gleich. Ja. Ah. Ja. Also mit der Ausrichtung war gut. Nochmal. Johannes. Ja. Johannes kann schon sehr gut putten. Das ist schon eine seiner Stärken. Ja. Jo, sehr gut. So, Johannes, das sind die heiligen Trainingsräume. Ja, schick. Ja. Und hier kann man im Trockenen stehen, auch wenn es draußen regnen sollte. Genau. Sieht super. So ein bisschen aus wie ein Fernsehstudio. Wieso Fernsehstudio? Ja, weil du hast einmal da eine Kamera und da. Aha. Und damit können wir dich jetzt aufnehmen und können dann hier auf dem PC gucken, wie dein Schlag ist und das analysieren. Und hier schlägt man ab, oder was? Genau. Okay. Let's go. Ja, okay, jetzt komm mal her. Ja. Jetzt haben wir hier einmal deine zwei Aufnahmen. Einmal von der Seite und einmal von vorne. Das ist cool. Jetzt können wir das in Zeitlupe laufen lassen. Jetzt hier haben wir wieder unsere 90 Grad. Das ist okay, ne? Sehr gut. Und jetzt haben wir hier aber das Problem, dass hier deine Hände zu weit vorne sind. Ah, wie soll ich denn sonst treffen? Du musst eine gerade Linie vom Kopf bis zum Ball haben. Auf dem Monitor kann man sehr gut dann sehen, was man falsch macht. Man kann das einzeichnen, man kann den Schwung verbessern. Und wenn man den Schwung verbessert, wird der Ball natürlich auch bessere Flugkurve haben und fliegt auch weiter. Guck hier. Ja. Hier sehr schön getroffen. Da siehst du ja, der fliegt schon gerade. Hier hast du besser. Da bist du nicht früher runter und hast deine Hände dann wieder gerade stellen können in der Zeit. Also, dass ich mich da in Zeitlupe habe sehen können und Ben es ganz genau analysiert hat mit mir, das hat mir unglaublich geholfen. Cool. Ja, jetzt auf Platz. So richtig auf dem Platz? Ja. Dann? Let's go. Und jetzt? Du musst mit vier Schlägen da hinten ins Loch rein. Ein paar vier.
Aber du bist ja Anfänger, du hast ein paar mehr Schläge. Aber wenn ich jetzt ein ordentlicher Golfer wäre, müsste ich das mit 4 schaffen. Genau. Ja, 40 wäre okay. Und ich meine, die Fahne ist ja sehr weit weg. Wo schlage ich denn jetzt als erstes hin? Ziel doch am besten aufs Fairway. Das ist das ganz dünn gemähte Gras da. Ah ja, das hellgrüne. Genau. Gut. Da zielst du am besten drauf. Das drüber. War gut. Jetzt musst du nur noch den Ball treffen. Mann, es ist so schwer. Ja. Naja, 20 Meter. 20 Meter sind aber wenigstens etwas. Und jetzt laufen wir hinterher? Ja. Bei der ersten Platzrunde habe ich einen Heidenrespekt bekommen vor dem Golfen. Ja, sonst sieht das ja im Fernsehen immer so easy aus. Schwing, bing, ding, Ball ist da, 2- oder 3-mal gepattet und im Loch. Aber das ist eine Fitzelarbeit. Ich kann das nicht. Es klappt schon. Ja. Dann ist der Grashalm anders. Der Ball liegt so ein bisschen so. Du musst den Schläger nur ein ganz klein wenig andrehen oder stehst nur einen Zentimeter weiter links und er geht ganz woanders hin. Und ganz woanders, das kann ich schon. Wenn du jetzt pattest, musst du mit so wenig Patz wie möglich reinkommen. Ja. Und man kann sich auch immer schön hinterm Ball knien und dann kannst du sehen, dass es hier ein bisschen nach links fährt. Also musst du dich ein bisschen weiter nach rechts ausrichten. Ah, ich muss also die Bodenbeschaffenheit mit einrechnen. Genau. Gerade ausspielen reicht nicht. Nee. Ja. Mein Trainer würde sagen, der ist verhungert. Also ein bisschen mehr Schmackes. Genau. Ja. Aber jetzt, pass auf, es geht wieder runter hier. Ja. Also nicht zu viel Schmackes. Nimmt man jetzt nicht die Fahne raus? Und jetzt nimmst du auch die Fahne raus. Okay. Gut mitgedacht. Jawohl. Sehr gut. Damit hast du dein erstes Loch geschafft. 7 oder 8? 8. Hm. Nicht so dolle, oder? Reicht für den Anfang. Ja? Ja. So, das ist jetzt der Bunker. Okay. Wenn du hier reinspielst, ja, dann musst du auch wieder rauskommen. Und das ist etwas schwieriger im Sand. Okay, dann ist der Ball hier drin? Genau, dann lege ich dir einen Ball dahin. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Ball ist eine Olive auf deiner Pizza. Das finde ich gut. Du musst unter der Pizza durch. Das heißt, du musst hier rein und hier wieder raus. Dass du schön viel Sand mitnimmst und alles raus. Ich probiere das, ja? Ja. Nee. Nee, jetzt hast du auf die Olive draufgehauen. Oh, Mann, ey. Unter die Pizza drin. Unter die Pizza. Also, den Bunker habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ja, ob jetzt vom Gras oder vom Sand. Aber es schlägt sich total anders. Naja. Mal eine kleinere Pizza. Okay, kleinere Pizza. Pizza Bambini? Ja. Ja. So würde ich aufhören mit dem Bunker. Okay. Gutes Gefühl. Ja. Gut. Und lassen wir jetzt das Schlachtfeld hier so? Nee, das musst du haken. Das muss ich haken? Genau. Mhm. So, schick sie das aus. Ja. Und jetzt, Ben? Jetzt, glaube ich, kannst du alles. Ist fit für morgen. Ich dachte, das wäre der kürzeste Golferwitz. Ich kann's. Ja, aber wir sehen morgen weiter. Also gar kein schlechtes Gefühl habe ich, das muss ich wirklich sagen. Der Tag der Herausforderung. Johannes spielt ein Match Mann gegen Mann. Sein Gegner? Konstantin. Er spielt seit 5 Jahren Golf. Nur wenn Johannes weniger Schläge braucht als Konstantin, hat er die Herausforderung bestanden. Hey. Hallo. Ich bin Johannes. Ich bin der Konstantin. Lieber Konstantin, vielen Dank, dass du dich mit mir heute misst. Bitte. Wie ist das denn beim Golf? Wer darf da anfangen? Ich würde sagen, heute fängt der Herausforderer an. Ich bin der Herausforderer? Ja. Okay, dann danke für die Ehre. Bitte. Ben und ich haben uns entschieden, dass ich bei der Herausforderung nicht die dicke Bertha nehme für einen Abschlag. Denn wenn ich da verhaue, dann bin ich richtig in der Walachei. Deswegen lieber weniger Risiko und ein kleineres Eisen. Ah. Na gut. Passiert. Das war nix. Er ist sehr aufgeregt gewesen und er hat einfach nicht gut getroffen. Aber das passiert selbst den Besten.
Da spielst du gegen einen Erwachsenen, bist 9 Jahre alt, aber ganz schön abgebrüht dabei. Das bewundere ich auch. So. Das schaffst du. Oh. Zählt der? Ja, das ist ein Schlag. Ah. Der zählt jetzt als Strafschlag. Dann Konzentration, Johannes. Ey, komm. Ball treffen. Der war besser. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Par-3-Loch, aber ich glaube, ich habe für die ersten 25 Meter schon 3 Schläge gebraucht. Da war das Loch noch sehr weit entfernt. Bei diesem Spiel hat immer der Spieler den nächsten Schlag, dessen Ball am weitesten vom Loch entfernt ist. Daher muss Johannes einige Bälle hintereinander schlagen. Johannes, achte auf deine Ausrichtung. Ben hat gesagt, auf die Ausrichtung achten. Und ich dachte so, na ja, Ausrichtung, das passt doch. Oh. Mist. Das war nix. Weiter. Darf ich aber dir noch du hast mal? Glück gehabt. Ja. Du hast Glück gehabt. Wenn du vollen Ausschlag gemacht hättest, wäre er vielleicht im See gelandet. Du meinst, weil ich so schlecht stand? Ja, du hast die Ausrichtung voll auf den See gezielt. Du meinst, das könnte meine Rettung gewesen sein? Es war zwar nicht der beste Schlag, aber... Danke, Konstantin. Okay, also das ist eine bessere Ausrichtung? Genau. Bunker. Und dann ist genau das passiert, was beim Golf nicht passieren sollte. Johannes. Ja? Ich glaube, du hast noch mal Glück gehabt. Ja! Boah, da habe ich aber echt Dusel. Oh, Glück im Unglück. Zu kräftig. Übers Grün hinweg. Ah, naja. Und Konstantin, wo ist deiner? Meiner liegt da vorne. Okay. Okay. Der kommt gut. Jawohl. Johannes liegt zurück. Ich glaube, das wird sehr eng für ihn. Und ich bin nicht so sicher, ob er das noch schaffen wird. Du bist am Grün. Bin am Grün. Aber jetzt nehme ich den Putter. Okay. Jetzt geht's zur Königsdisziplin. Okay, ich habe eine Idee. Okay. Ein bisschen mehr. Ja. Und der ist gleich drin. Ah, der war schade. Er war knapp. Ich könnte mir in den Hintern beißen. Als Konstantin eingelocht hat, war ja klar, okay, ich habe die Herausforderung nicht geschafft. Aber beim Golf zählt, man spielt die Partie bis zum Ende. So zeigt man den Respekt vom Gegner. Jawohl. Gut gespielt. Sehr gut gespielt, Konstantin. 12-6, ne? Ja. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Und es war mir auch eine Ehre, dass Ben mich trainiert hat. Das hat er echt richtig gut gemacht. Danke, Ben. Ja, und wenn ihr jetzt zu Hause sagt, ich hätte das besser gemacht als du, Johannes, dann guckt doch mal, wo der nächste Golfverein bei euch in der Nähe ist. Auf kannesjohannes.de kriegt ihr alle Hinweise. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz. Oder spätestens das nächste Mal, wenn es im Fernsehen wieder heißt. Kannes Johannes.